Weiter geht's in unserem Low-Budget-Projekt. Ihr seht ja, die Suzuki GSX-R 600 K5, die steht schon da, die Verkleidung ist schon unten. Wir starten heute mit einer der wichtigsten Veränderungen. Und zwar geht's natürlich zum einen ums Thema Fahrwerk und ums Thema Bremse. Und bevor ich euch verrate, was wir exakt, welche Bauteile wir tatsächlich ändern und warum und wieso, starten wir jetzt erst einmal rein und bauen ganz einfach die Gabel aus. Und dann werden wir die Gabel mal zerlegen, werden wir euch zeigen, was wir an der Gabel machen. Und wenn wir die Gabel haben, dann kommt das Federbein und nach dem Federbein kommt die Bremserei. Und wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir wollen ja, dass ihr das Video bis zum Ende, bis zum Schluss durchschaut. Und würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da dementsprechendes Feedback von euch bekommen. Also, starten wir rein, reißen wir die Gabel raus. Gerade nicht so optimal, weil ich natürlich hier mein Gabelraum blockiert ist mit alltäglicher Arbeit, von dem her muss ich ein bisschen improvisieren. Das hier eigentlich nicht gedacht ist zum Gabel zerlegen hier. Habe jetzt mal die Feder rausgenommen und die Vorspannhülse. Feder ist original gewesen, so hat er sich auch angefühlt. Ja, jetzt schauen wir uns einmal den Zustand des Öls an. So, dann schauen wir mal, wie der Zustand vom Öl war. Ah ja, das ist noch gar nicht so schlecht gewesen. Das ist noch gar nicht so schlecht gewesen. So, das Innenrohr hier. Das machen wir auf jeden Fall neu, weil wie wir sehen, haben wir hier starke Verfärbungen zwischen der Farbe und da und der. Da seht ihr ganz deutliche Unterschiede. Das ist im Endeffekt schon schwärzer und auch Riefen. Das liegt daran, weil diese Beschichtung, die hier quasi noch intakt ist, ist hier eigentlich schon unten. Und das jetzt zu polieren wäre absoluter Blödsinn, weil du polierst im Endeffekt ja nur die guten Teile der Beschichtung ja mit runter, dass es so gleich ausschaut wie da. Von dem her macht das relativ wenig Sinn, deswegen machen wir die Rohre neu. Die haben wir auch schon da und dazu müssen wir das Rohr erst einmal rausschrauben. Das geht mit einem Spezialwerkzeug. Damit kann man quasi das Rohr nicht verditschen. Jetzt müssen wir das warm machen. Ging ja auch mit dem Bunsenbrenner. Aber im Heißluftföhn dauert es ein bisschen länger. Von dem her, Stress habe ich jetzt keinen und Bunsenbrenner. Ist immer so eine Sache, manchmal geht da die Verfärbung, Beschichtung vom Gabelfuß ein bisschen runter. Je nachdem, mal mehr, mal weniger. Es gibt auch Gabelfüße, die haben auf der hinteren Seite quasi eine Nabenschraube, die das Innenrohr quasi klemmen. Naja, so wirklich klemmen tun sie es nicht, aber halt das Gewinde zerkatschen. Und dann musst du die Nabenschraube rausschrauben, dann musst du erst einmal das, das zusammengedetschte Gewinde vom Innenrohr durch die Madenschraube rausdremeln. Weil wenn du sonst einmal ansetzt und drehst, dann machst du das ganze Gewinde vom Gabelfuß kaputt. Und dann kann sich so ein Innenrohr gerne mal fressen. Und das ist dann eher ein bisschen unsportlich. Oder sportlich. Je nachdem von welcher Perspektive. Das ist ein leichtes Spiel. Das geht gut. Die Cartridge ist noch drin. Man kann auch die Cartridge als erst raus tun, das ist kein Problem. Durch das, dass ich beides raus mache, ist im Endeffekt kupft wie gesprungen. Dann würde ich sagen, mache ich das gleiche mit der zweiten Gabel und dann sehen wir uns, wenn wir die Cartridge zerlegt haben. Thank you.
Das da, in Verbindung mit dem, sitzt auf der Kolbenstange und das ist der sogenannte Hydrostopp. Das fährt quasi beim Einfedern in diese Tülle da rein und muss quasi das Öl, das da drinnen liegt, verdrängen. Und dadurch wird quasi die letzten 2,5 cm des Federwegs ganz unten so hart, dass im Endeffekt die Gabel nicht auf Block geht. Das macht man im Originalzustand natürlich, weil man nicht weiß, inwiefern, wie schwer der Fahrer ist und so weiter. Und die Federraten ja quasi für jeden Fahrer gleich sind vom Standard, vor allem in dem Alter. Und wir können ja mit den Federraten hochgehen, können das Luftpolster dementsprechend anpassen. Von dem her können wir auf den Hydrostopp verzichten. Das funktioniert aber nur, wenn wir die Federraten und alles andere mit anpassen. Dann gewinnen wir dadurch halt ein bisschen mehr Federweg im unteren Bereich. Das ist aber sehr heikel, dass man eben nicht auf Block geht, mechanisch, weil wenn der Hydrostopp weg ist, dann macht es einen paar mechanischen Block und das wollen wir natürlich nicht. Von dem her ist es mit Vorsicht zu genießen und würde ich jetzt privat nicht nachmachen, wenn ich jetzt nicht alle Gegebenheiten kenne. Nun ist die Cartridge, zumindest eine Seite, komplett zerlegt. Jetzt schauen wir uns das mal an, was wir da haben, bevor ich euch zeige, was wir da Neues einbauen. Also, wir haben hier die Tube. Komm mal näher. Siehst du gar nichts. Wir haben hier die Tube. Da drin fährt quasi der Kolben. Aha, da ist ein N-Anschlag, deswegen. Da fährt quasi ein Kolben drin. Das ist unsere Kolbenstange. Haben wir schon oft gehört, das Wort. Und auf dieser Kolbenstange sitzt hier ein Kolben mit dem Zugstufen-Shimstack. Also auf der dementsprechend unteren Seite. Zugstufe ist ausfedern. Somit Öl fließt durch den Kolben von oben nach unten über die Zugstufe. Dementsprechend regulieren wir das Ausfederverhalten und haben hier in der Mitte unseren Bypass, den wir von oben über die Einstellung regulieren. So, und unten haben wir die Druckstufe. Ha, die ist noch heiß. Ja, wie gerade. Haha. Heiß, 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 heiß. Oh, ja, sorry. So, das ist die Druckstufe. Ist jetzt quasi unten im Boden. Und da ist der Druckstufenkolben. So, und diese zwei Kolben tauschen wir jetzt aus. Und diese zwei Kolben tauschen wir jetzt aus in wirklich schöne, schöne, schöne Racing-Kolben. Und zwar von KTEC. Absolute Alternative zu Ölens mittlerweile vom Engländer. Und das ist jetzt hier ein Racing Kit Kolben Satz. Wie ihr seht, zwei verschiedene. Einmal Zug und einmal Druck. Das ist unsere Zugstufe und das ist unsere Druckstufe. Ja, und da haben wir jetzt dementsprechend mehr Dämpfung. Das ist ja das, was wir haben wollen. Nicht zwingend unbedingt allgemein mehr, sondern auch die Spreizung zwischen High und Low Speed ist da genialer. Und teilweise in der Druckstufe brauchen wir schon ein bisschen mehr, weil natürlich das Anbremsen. Wir wollen ja schnell fahren, also müssen wir spät bremsen und durch die Druckstufe verhindern wir, dass es schnell einfedern. Das heißt nicht, dass wir dadurch den gesamten Federweg verändern über die Druckstufe. Wir meinen viel, wenn die Gabel auf Block geht, haben wir ein bisschen mehr Druck. Nein, das änderst du damit nicht. Du änderst nur die Geschwindigkeit des Einfederns und das wollen wir natürlich beim Spätbremsen haben. Diese Originalgabeln sind in der Zugstufe gar nicht so schlecht, zumindest in der allgemeinen Dämpfungskraft. Allerdings in der Druckstufe sind sie sehr mau. Die Druckstufe braucht man auch gar nicht so stark, weil die Zugstufe muss gegen die Feder arbeiten und die Druckstufe arbeitet mit der Feder. Somit hast du ja eh schon was mit der Feder einfedert, also das Einfedern verhindert, also die Feder quasi, oder dagegen wirkt und die Druckstufe verlangsamt es. Viel Druckstufe macht natürlich auch schlechten Komfort. Deswegen ist auf der Straße nicht so das, was man will. Aber auf der Rennstrecke brauchen wir dieses spät ankern können und es geht halt über viel, oder nicht viel, aber mehr Druckstufe. Ja, und jetzt tauschen wir das aus. Das ist natürlich mit Loctite eingeklebt und das machen wir jetzt auch gleich wieder. Weil alles, was du nicht willst, ist den Kolben von der Kolbenstange während der Form verlieren. Schön sauber vorgereinigt. Sehr schön, das war jetzt die erste
Kolbenstange mit der Zugstufe. Jetzt setzen wir das wieder zusammen und dann kommt zum Schluss, bevor die Cartridge zusammengesetzt wird, unten der Druckstufenkolben rein und dann kommt die Cartridge wieder in die Gabel und dann machen wir das noch mit der anderen Seite. Das füllen wir jetzt nicht nochmal, weil das haben wir ja schon mal. Von dem her geht's weiter. So, die Cartridge haben wir jetzt, wie versprochen, wieder zusammengesetzt mit dem neuen Zugstufen- und Druckstufenkolben hier unten drin. Das heißt, es ist jetzt halt fix fertig, revidiert und umgebaut zum Zusammenbau. Jetzt da muss ich noch zwei, drei Sachen tricksen. Und zwar, ich habe das euch vergessen zu zeigen, bevor ich es eingesetzt habe. Gehen wir ein wenig näher her. Wir haben da hier eine Nadel. Diese Nadel ist von K-Tech jetzt eine neue dabei, wo quasi auf den Zugstufenkolben im Bypass drin sitzt. Und diese Nadel, die hier auf dem Versteller, auf dem originalen Versteller sitzt, die müssen wir jetzt wegnehmen und das Ganze auch noch kürzen, weil das Problem ist, dass die K-Tech-Nadel ein bisschen länger ist. Ich habe mir jetzt das Maß ausgemessen. Ich habe euch jetzt die Zeit erspart, das hat nämlich eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis ich da das exakte Maß ermittelt habe, sodass wir quasi in der perfekten Range der Einstellung liegen, wo wir den Kolben bedienen, beziehungsweise den Bypass bedienen. So, und jetzt hat er. Muss ich das jetzt hier mal einspannen? Jetzt säge ich das einfach mit einer Metallsäge. Upsi. So, perfekt. So, jetzt haben wir die Stange für die Nadel quasi gekürzt. Und jetzt hat er. Ist es so, dass wir auch andere Federn haben, weil die Originalfedern, die messen wir jetzt kurz einmal und dann messen wir die Feder, die reinkommt. Auf 10 mm einfedern. Zack, bumm. Dann haben wir hier jetzt 8 Kilo aufliegen bei 10 mm. Diese 8 Kilo, die rechnen wir uns jetzt um auf Newton. 8 mal 9,81 geteilt durch 10. Dann hat die Feder jetzt 7,8 Newton pro Millimeter. Jetzt federn wir noch weitere 20 mm ein, also weitere 10, dass wir auf 20 sind. Dann hat die 8 Newton. Angegeben, ja, die wird jetzt im Laufe der Zeit schon noch ein bisschen stärker. Die sind zwar nicht progressiv, also die ist linear, die Feder, aber die werden noch ein bisschen stärker. Also angegeben ist sie laut Suzuki mit 8,5 Newton. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Für mich als 80 Kilo Fahrer, vor allem auf der Rennstrecke, braucht man immer ein bisschen härtere Federn. So, wir ersetzen jetzt halt auf eine K-Tech-Feder, die ist ein bisschen länger. Deswegen müssen wir auch den Schaft bzw. die Vorspannhülse ein bisschen abkürzen noch. Das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Aber wir müssen jetzt die Feder einmal messen. 10 mm, 9,5 Kilo. 9,5 mal 9,81 geteilt durch 10. Haben wir 9,3 Newton. Ja, die hat nur 9,3. Angegeben ist sie mit 9,5. Genau, jetzt da passen wir die Vorspannhülse an und dann setzen wir die Gabel zu Samski. Die Federn sind jetzt 15 mm länger als die Original. Aus diesem Grund nehme ich der Vorspannhülse jetzt 15 mm weg. Da muss man jetzt keine Doktorarbeit draus machen, ob das jetzt hundertprozentig gerade ist oder nicht. Das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass es dann nicht geradet ist. Tja. Gut, dann haben wir soweit alles vorbereitet. Dann setzen wir die Gabel soweit zusammen. Also, wir starten mit unserem Gabelfuß. Der kommt jetzt in den Schraubstock. Okay. Gut, dann setzen wir, bevor wir die Cartridge einsetzen, unseren neuen Druckstufen-Bypass rein. Das ist der Druckstufen-Bypass von K-Tech, der gehört zu diesem Kolben-Kit quasi dazu. Gut, dann setzen wir die Cartridge rein. Die wird ja quasi von oben reingesetzt. Das Ganze kommt hier mit einem neuen Kupferring rein.
Die setze ich nicht mit Loctite ein. Jetzt setzen wir das Außenrohr drüber. Und zwar natürlich mit einem neuen Simmerring. Die Lager habe ich jetzt schon neu gemacht, das habt ihr leider nicht gesehen. Da sind zwei Lager drin, oben und unten, die sind schon neu. Und jetzt brauchen wir erst einmal den Simmerring. Scheibe drüber, zack. Und das Außenrohr. Den Finger mal kurz ein bisschen anschlagen. Dann gibt es hier einen Simmering-Eintreiber. So. Für die, die jetzt aufgepasst haben, die werden sagen, der hat die Staubkappe vergessen. Wir lassen die Staubkappe bewusst weg, um Maximum Ansprechverhalten zu generieren. Da könnte man jetzt sagen, das ist Spinnerei, aber ja, wir spinnen auch gern. Das mache ich jetzt nicht bei jeder Gabel, aber durch das, dass wir da ja ein bisschen rausfinden wollen, was mit dem Low-Budget-Motorrad mit wenig finanziellen Aufwand möglich ist, müssen wir halt auf so Tricks ein bisschen zurückgreifen, um das Losbrechmoment von der Gabel so gering wie möglich zu machen. Ich würde das jetzt nicht empfehlen nachzumachen, weil da natürlich der Gabelservice dementsprechend oft fällig sein wird. Selbst ohne Öl ist es halt dementsprechend jetzt mit dem neuen Innenrohr ein super Losbrechmoment. So, wir setzen jetzt den Deckel oben von der Cartridge auf, um das Blockmaß der Gabel zu bestimmen, weil das ist die rechte Seite der Gabel, da brauchen wir ja einen Hubindikator und unter anderem ein Blockmaß, damit wir wissen, wie weit wir da weg sind davon. Wir haben ja keinen, wie ihr gesehen habt vorher, wir haben ja keinen Hydrostopp mehr. Das heißt, die Gabel könnte theoretisch auf den mechanischen Block gehen. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Und deswegen möchte ich das gerne wissen. So, die Position der Kontermutter habe ich mir vorher schon ausgemessen. Das sind 7,7 mm. Das in Kombination mit der gekürzten Schaft gibt mir so die beste Einstellmöglichkeit. Da kann man ein bisschen variieren. Die setzen wir jetzt ohne Feder, ohne Hülse, ohne alles ein. Einfach aus dem Hintergrund, weil wir nur in Verbindung mit Cartridge, Innen- und Außenrohr, das tatsächliche Blockmaß bestimmen können. Verstellkappe drauf. So, und jetzt kann ich das Blockmaß bestimmen. Ohne Feder, ohne alles, kann ich die Gabel einfedern. Und sehe, tada, das ist unser Block. Das ist unser mechanischer Block, da wo der Ring jetzt ist. Ist natürlich jetzt ein anderer, als wenn eine Staubkappe drauf wäre. Die Staubkappe würde jetzt dann nochmal ordentlich auftragen, dann wäre er ungefähr hier unten, weil der Simmerring ja ziemlich weit drin sitzt. Und dieses Maß, das markieren wir uns jetzt, damit wir wissen, wo der Hubindikator Maximum sein darf. Gut, so jetzt setzen wir natürlich Feder und Hülse in, am besten mit der Bezeichnung nach oben, 9,5, da ist es, nein, Schmarrn, sorry, 6. Beim Videomachen, da vergisst man echt viele Sachen. Öl, Luftpolster. Also wir brauchen ja erstmal noch Öl in der Gabel. Das Ganze mal entlüften. Dann die Cartridge entlüften. Da hat jetzt natürlich noch viel Luft. So, das ist jetzt unser Tool hier zum Luftpolster machen. Da kann man auf der Skala das Luftpolster einstellen. Ich gebe dieses Luftpolster jetzt nicht raus. Das hat den Hintergrund, nicht weil ich jetzt da irgendwie Geheimnis draus machen will, sondern
Die Kombination vom Setting ist dementsprechend komplex. Zu wenig, oder? Die Kombination vom Setting ist dementsprechend komplex, dass ich dir jetzt nicht einfach sagen möchte, mach das und das Luftpolster, wenn du die gleiche Gabel hast. Weil dieses Luftpolster, was wir jetzt hier machen, funktioniert nur in Kombination mit dieser Feder, nur in Kombination mit dieser Umbau der Cartridge und so weiter und so fort. Deswegen, da bitte ich um Verständnis, dass ich diese Info jetzt nicht ausgebe. An und für sich ist es kein Hexenwerk und auch keine Raketenwissenschaft. Aber es hat einfach den Hintergrund, dass ich nicht möchte, dass jemand das nachmacht und genau das Luftpolster verwendet und dann aber sagt, das ist voll scheiße, was der Meinl für Luftpolster einstellt, das funktioniert gar nicht. Weil das auch nur in Kombination mit dem funktioniert, was wir hier machen. Hoffe ich zumindest. Wird sich herausstellen. Gut, so, jetzt kommt die Feder mit der Canon Home, habe ich schon gesagt. Sitzt unten auf der Cartridge auf. Dann ziehen wir die Gabel in die Top-Out. Aha, die Feder hat noch Vorspannung, obwohl sie komplett zurückgedreht ist. Also wir haben uns nicht vermessen mit der Federlänge und mit der Hülse. Das passt auch gut. Dann machen wir das sauber. Dann drehen wir die Dämpfung komplett zurück und schauen wir mal, wie sie anspricht. Oh, das ist geil. Zugstufe ist jetzt komplett offen. Trotzdem schon ordentlich vorhanden. Jetzt drehen wir die Zugstufe mal komplett zu, um einfach zu schauen, ob es überhaupt funktioniert oder ob der Bypass funktioniert. Mehr Zugstufe, als wir jemals brauchen würden. Das war jetzt unterschiedlich, warum auch immer. Okay, Zug haben wir mehr, als wir jemals brauchen. Das heißt, das Ganze funktioniert. Dann schauen wir mal, ob wir eine Druckstufe generieren. Die war auch offen. Oh ja. Da ist auch mehr als genug da. So viel brauchen wir nicht. Also perfekt. Das ist halt jetzt echt eine Alternative zu einer Cartridge. Ne? Allein das Geräusch schon. Oh. Perfekt. Ich würde jetzt mal sagen, das war es jetzt soweit mit dem Zusammenbau der Gabel. Jetzt mache ich die zweite Gabel noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir die Gabel noch ins Motorrad reinstecken. Schrauben für die Klemmungen von unterer und oberer Gabelbrücke. Immer leicht ölen. Warum? Wenn du die trocken einbaust, hast du das Problem, dass sich das Gewinde auf der Schraube in dem Gewinde von der Gabelbrücke verzahnt und verkeilt und dadurch ein zusätzliches Drehmoment aufbringt. Und dann das tatsächliche Drehmoment, vor allem speziell bei so feinen Anzugsdrehmomenten, eventuell nicht stimmt. Deswegen immer leicht ölen. Ich nehme dafür immer so einen hochdruckbeständigen Haftschmieröl von Würth. Das bleibt auch drauf und geht nicht runter. Das ist nicht viel, aber einfach eine Kleinigkeit und man merkt, dass das Drehmoment dann einfach sauberer sitzt. Und dann ist man speziell bei so filigranen Sachen auf der sicheren Seite.
So, das war jetzt unser Part 1 in der Videoreihe von unserem Low-Budget-Bike. Ist jetzt einmal speziell um die Gabel gegangen. Ich habe gesehen, das war sehr umfangreich und ich wollte da viel Input reinbringen, dass ihr wirklich seht, was machen wir da und auch ein paar Insiders mitbringen, damit ihr selbst vielleicht einfach mal, wenn ihr selber was umbaut, ein paar Anhaltspunkte habt. Ist zwar für uns schlecht fürs Geschäft, aber hin und wieder dürfen wir natürlich ein bisschen Insights rausgeben. Und ja, ich hoffe, das war für euch ein bisschen interessant. Seid gespannt auf die nächsten Parts. Es geht weiter mit der Bremse, es geht weiter mit der Hinterachsfeder, mit dem Hinterachsfederbein und noch ein paar Spielereien. Seid gespannt auf die nächsten Videos. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Teilt das Video mit euren Freunden und schreibt natürlich gerne unten rein, was ihr von dem Ganzen haltet und ob euch das so weit gefallen hat mit unserem Ansatz, dass wir da das Kolbenkit in der Gabel umgebaut haben und somit ein bisschen eine Rundenzeit generieren. Also, würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.